hier eingesammelt. Einiges. Ich werde das jetzt aber nicht mehr noch alles nochmal neu durchlesen. Warte mal. Wollte aber doch noch was gucken kurz. Genau. Ne? Also Gothic and Reason, das ist alles von den gleichen Entwicklern wie Elex jetzt. Ne? Gibt es einen festen Tag in der Woche mit der Belaylight? Ja, wenn du mal auf meinen Channel guckst, da habe ich das eigentlich festgehalten, wann ich welches Game streame. Ich habe gestern hatte ich DBD. Beispielsweise gestern war auch ein ziemlich toxischer Tag, muss ich dazu sagen. Also gestern war ich extrem toxisch drauf. Ich war richtig piefig gestern teilweise. Und ach, guck. Normalerweise ist jetzt am Samstag wieder DBD dran, Alex. Und ich gucke aber noch, ob ich Samstag auch wirklich DBD zocke. Weil ich momentan, wie gesagt, DBD macht mich gerade echt ein bisschen salty. Um es mal milde auszudrücken. Man sieht, ich lese mir gerade hier kurzzeitig ganz schnell das Zeug hier durch und kriege auch noch Erfahrung dafür. Das ist schon ziemlich nice. Nochmal 20. Also, man sieht, es lohnt sich, auch die ganzen Berichte zu lesen, wie man sieht. Es lohnt sich. Gibt alles Erfahrungspunkte. Das heißt, ich müsste jetzt theoretisch hier tatsächlich nochmal alles durchgehen. Das machen wir jetzt auch mal ganz kurz wegen der Erfahrungspunkte. Ja, gestern war definitiv viel Salz vorhanden, ja. Also gestern war echt übel. Die Entwickler haben das Spiel viel zu überpowered gemacht. Meinst du jetzt DBD? Selbst für diese kleinen Flugblätter kriege ich nochmal eine Erfahrungspunkte. Das ist echt interessant hier. Das sehe ich jetzt gerade zum ersten Mal. Gehen wir aber mal gerade ganz kurz noch durch. DBD, ja gut. Es ist derzeit extrem unbalanced. Das muss man leider Gottes sagen. Das ist echt momentan richtig übel. Es ist einfach zu unbalanced. Entweder du kriegst als Killer alle, oder alle Survivor kommen raus. Und das ist ziemlich unbalanced in meinen Augen. Gut, das hatten wir schon.
So. Alles mal schnell durchgehen hier. Schön die Erfahrungspunkte snacken hier. Weil es läppert sich ja doch, was wir hier schon an Briefen und was weiß ich hier alles schon eingesammelt haben. Na? Oh, ja. Mist. Oh, stopp. So, und das war's dann auch. So. Ja, momentan ist es, wie gesagt, es ist einfach absolut unbalanced. Das ist das Hauptproblem bei DBD derzeit, ne? Also entweder sind die Killer zu stark oder die Survivor sind zu stark. Also Mittelding gibt es da nicht. Das ist das Hauptproblem. Schlicht und ergreifend. Aber wo muss ich denn hin? Tommy hier. Haus der Suggestoren. Da will ich aber nicht hin. Haben wir hier die Kampfschule, glaube ich, ne? Rüstmeister. Verkaufe mir etwas aus den Lagern. Ich zeige dir alles, was du mit deinem Rang kaufen darfst. Regentenschwert plus 14 Schaden. Guckt euch das mal an hier. Mama mia. Das macht schon wieder weniger Schaden als das, was wir bis dato anhaben. Flammenwerfer, oha. Ja, die haben ja mittlerweile, haben sie ja ihren eigenen Server. Mittlerweile haben sie ja ihren eigenen Server. Aber das ist ja nicht das Problem. Kann man durchgucken hier. Geht gleich weiter. Das Lasergewehr wäre interessant. Bin ich aber noch zu schwach für. Ja, jetzt immer langsam, John. Also jetzt da, wenn die da jetzt noch so einen Modi reinpacken, dann ist das Spiel ja völlig durch. Ja. Die sollen erstmal gucken, dass sie die Balance erstmal wieder hinkriegen. Momentan ist es ja absolute Katastrophe, was die Balance angeht. Na, man hat es ja gestern wieder gesehen. Es war ja Katastrophe. Ja, ich bin schon weg. Maximieren könnte. Aber ich nehme an, dass ich wie so oft auf Routine wird fehlerfrei ausgeführt. Routine wird fehlerfrei ausgeführt. Ja, das ist halt das Hauptproblem, ne? Also erstmal Balance hinkriegen und dann kann man mal über neue Modi oder sowas nachdenken. Aber jetzt schon mit neuen Modis, ich glaube, das ist ein bisschen übertrieben, glaube, würde ich sagen. So, gucken wir mal, wie man sieht, ich habe auch noch ein paar schöne neue Sachen dabei. Hier unter anderem Jagdboden, den kann ich mittlerweile tragen. Ja. Mal gucken, wenn ich den jetzt verbessern würde, dann wäre ich schon wieder zu schwach da. Ich brauche wieder dementsprechend mehr Geschicklichkeit. Haut aber dementsprechend auch besser rein, ne? Hier mal ein Laserblaster. Da fehlt mir reines Elix zu verbessern.
Und Intelligenz fehlt mir dazu tatsächlich noch. Es ist kaum zu glauben, aber es ist so. Fällt mir ein, den Setzerbogen könnte ich, glaube ich, verkaufen. Obwohl, der macht 57 dann mit der Verbesserung. Warte mal. Ja. Machen wir das mal. Und ich kann ihn sogar tatsächlich tragen. Nice. Aber mir fehlt rein das Ilex, das ist das Hauptproblem gerade hier, dass ich da weitere Tränke herstellen könnte. Pures Mana habe ich bis zum Abwinken, wie man sieht. Ja, aber es heißt stark in Ilex. Ich sag mal so, ich bin nicht mehr One-Hit, sagen wir es mal so. Na? So, gucken wir mal Fernkampf. Ne, Setzerbogen macht 57, 45. Ja, wäre ich ja dumm, wenn ich den nicht tauschen würde, ne? Wenn du etwas zu melden hast, sprich mit Reinhold. Aber irgendwas stimmt da mit dem Sound nicht. Weil irgendwie ist das so extrem hallend, ne? Irgendwie schon kurios gerade. Monitor 1 primär, genau. Fenstermodus. 60 Hertz. Skalierung. V-Sync. Gamma. Nee. Ich kann das noch nicht mal groß ändern, komischerweise. Das ist echt kurios. Aber ich glaube, das ist nur bedingt teilweise. Sieh mal einer an. Dass du hier neu bist, erkennt man auf den ersten Blick. Lass dich von den anderen hier nicht zu sehr einschüchtern. Die meisten sind netter, als sie aussehen. Ich kann auf mich aufpassen. Wenn das so ist, ich könnte deine Hilfe gebrauchen. Geht sofort weiter. Sekunde. So. Was hast du für ein Problem? Ich bin hier für die Reparatur und Aufbau einiger Roboter verantwortlich. Und genau darum geht es auch. Wir haben einen Aufklärungstrupp Roboter losgeschickt. Auch an dich, Allerdings scheinen sie eine Fehlfunktion zu haben. Sie greifen einfach alles an, was sich bewegt. Es sind bereits zwei meiner Kollegen hingegangen und versuchen, sie mittels Fernabschaltung unter Kontrolle zu bringen. Aber die lassen jetzt schon einige Zeit auf sich warten. Ehrlich gesagt sind mir die zwei auch egal. Was ich haben will, sind die KI-Chips der Roboter. Und zwar alle. Ich muss herausfinden, wo der Fehler liegt. Wenn das Problem bei allen Robotern hier besteht, könnte das böse enden. Ah. Du bist also eine Art Mechanikerin. Ich glaube, einen dieser KI-Chips hat man tatsächlich sogar schon. Vorrangig bin ich eine Legatin der Kleriker, klar? Wir Legaten sind unter anderem für die Materialbeschaffung, aber auch für die Reparatur der Maschinen zuständig. Unsere Psi-Kräfte machen uns aber auch zu starken Kämpfern. Also...